Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Ja, diese bodenlosen Schluchten sind schon toll. Vor allem, wir waren auf dem Grund von diesen Schluchten. Das war knapp. Das war noch knapperer. So, gehen wir mal. Was mich ein bisschen stört bei Portal 2 zumindest und bei 1 halt auch. Habe ich aber nie gespielt, leider. Man kann nicht sprinten. Suboptimal, würde ich mal sagen. Allerdings, ja, kann man mal machen. Muss man aber nicht. So, jetzt wird dieser Turret genau auf den Knopf Ding. Oh, wie enttäuschend. Ja, ja, immer positiv denken. Na, ich nehme noch einen Schluck Wasser. Sicher unbedeutend. Teste weiter. Ich suche nach einem Ausweg. Das klingt ja toll. Der Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausmädchen. Fetti, fetti ohne Eltern. Was? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Nicht schlimm. Außerdem... Ich will, dass er dich... Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf! Mach schon, mach einfach den Test. Jo, bin gerade dabei. Hab ihn schon gelöst fast. Habe ihn schon gelöst. Das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach. Aber mich einen Schwachkopf nennen. Mit der Schwachkopfsache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Vielleicht ein bisschen. Ganz ein bisschen. Ich habe gerade so mit den Fingern so ganz ein wenig Abstand gezeigt, um es zu verdeutlichen, einfach, dass ich ein bisschen meine. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Ja, das wäre doch toll. Mehr Tests und mehr Bücher, das wäre schön. Na gut, ich hab es. Gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Das war jetzt unabsichtlich. Kann ich den anderen auch noch zerstören? Vielleicht. Vielleicht. Dazu muss ich nur noch mal da runter. Um die den Abstand richtig einschätzen zu können. Hm. Ich gehe mal auf die andere Seite. Einfach nur um zu schauen. 1, 2, 3. Und das ist. Na! Ah. Nicht hier. 1, 2, 3, da. Entschuldigung. War unabsichtlich. Unabsichtlich. Nochmal darauf. Und jetzt mal den Knopf drücken und dann muss ich dahin. Der ist schon oben. Setze ich mal da das hin. Und treffe ich? Muss höher.
Okay, Knopf drücken. Und dann hier hin. Aber ich denke, dass das passt dann so circa. Weißt du, was es hier im Überfluss gibt? Monitore. Erst vorhin wünschte ich mir noch, ich hätte weniger davon. Du tust mir also einen großen Gefallen, wenn du sie zerschlägst. Ja, das ist doch toll. Ich glaube gar nicht, dass es früher da in den vorherigen Kammern gegangen ist. Ist aber, ja, mir auch relativ egal. So, jetzt setze ich nochmal da ein Portal hin. Und hier geht's dann auf den Knopf mit dir. Das war gar nichts. Nichts. Der von ihm besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Testeuphorie. Mit der Zeit wird man ihr gegenüber unempfindlich und es wird etwas unerträglich. Doch mit mentaler Stärke hält man es aus. Mir war es egal. Mein Motiv war die Wissenschaft. Er aber. Ja, aber was? Komm, erzähl weiter. Gut, jetzt ist... Wer nicht in eine Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus. Hier. Blue Screen. Blue Screen ist Beste. Kümmer dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Okay. Ehrlich gesagt, ich war da ein bisschen sarkastisch. Die Monitore sind schon ganz nützlich. Also, wenn du jetzt aufhören könntest, sie zu zertrümmern. Ja, mache ich gerne. Oh, ich sollte da vielleicht mal einen Knopf holen. Oh, deshalb. Deshalb wollte ich den nicht holen. Das war einfach alles schon geplant. So. Jo. Hallo, Tourette. Hinsetzen und jetzt hier weg. So. Gut, jetzt setzen wir da nochmal eins hin. Und lassen uns da rüber katapultieren. Und dann hätten wir es auch relativ bald geschafft. Glaube ich zumindest. Hier muss noch ein Dings hin. Nichts gefunden. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Nein, nein, das war die Lösung. Ach, ich verpasse alles. Hm, da gibt's keinen Emanzipation. Okay, doch. Gibt's trotzdem. Leider, leider, sagt der Schneider. Boah, jetzt fängt er auch mit dem komischen Reimen an. Ey, was ist denn da los, Junge? Ich glaube, er verzweifelt. Das ist nicht gut. Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Ja, ich sag dir dann Bescheid, wenn ich ihn gelöst habe. Ist gut, ne? Passt. Okay. Was ist, wenn ich hier da hochschwebe? Und dann vielleicht mich da runterfallen lasse? Oh. Ja, den Test, den kenne ich jetzt da leider auch nicht selber auswendig. Hab's drinnen gebackt. Ich hab's drinnen gebackt. Super Deutsch, ich hab. Wie der sich so majestätisch gedreht hat.
Okay. Wie komme ich jetzt darüber? Den muss ich... Oh! Nein! Hier! Den muss ich ausschalten, also. Wo? Jetzt hier zurück. Und dann muss ich mich da hoch rüber katapultieren lassen. Oder? Ich denke schon, dass das richtig sein wird. Ja, wird richtig sein. Jawolle! Den packe ich dann mal nach oben. Da packe ich mal ein Portal hin. Das geht da rüber rein. Und wo soll das? Da. So. Ach, hier. Hier. Okay. Und dann kann ich das Portal wegtun. Und das andere hier muss ich dann aktivieren. Okay. Das kriege ich, denke ich mal, dann von der Position hin. Portal wegtun. Gut. Das hier wegtun. Hier das hin. Und da das hin. So. Okay, und dann, wenn wir da das wegsetzen, haben wir es geschafft. Jetzt setzen wir das mal dahin. Geschafft. Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du... Oh, warum machst du mir das Leben so schwer? Und was ist, wenn wir jetzt hier... nee. Ach, ich weiß nicht, wie man den Bildschirm zerstören kann. Ist mir jetzt auch relativ egal. Ich sagte schon, dass er für Fehlentscheidungen konzipiert wurde. Und ich glaube, er hat beschlossen, keine der Funktionen zum Schutz der Anlage vor einer Explosion aufrechtzuerhalten. Würde ich eigentlich auch nicht machen. Also wenn so eine Anlage mal zum Explodieren droht, einfach explodieren lassen. So, tut mir sorry, jetzt geht's wieder weiter. Die Anlage zerstört sich selbst, Idiot. Stand auf Selbstzerstörung. Problem gelöst. Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen. Zwei. Noch ein bis zwei davon, nur zum Spaß. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze. Er kann seinen Job behalten, ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter. Ach so. Und dann können wir darauf hüpfen. Hier das hin tun. Da das hin tun. Dann bleiben wir einfach mal auf dem stehen. Und wenn es durchgefahren ist, machen wir dahin. Dort. Und hier. So. Und dann da wieder. Gut. Geschafft? Vielleicht? Fragezeichen? Nö. So, ganz rüberfahren. Jetzt. Oder hat es gepasst? Nope. Jetzt aber. Jo, hat gepasst. Und jetzt müssen wir dann nur noch mal darauf kommen. Oder? Nein. Wir lassen es wieder rüberfahren und hüpfen dann darauf.